Andreas Galau. Ich bin Kreisvorsitzender hier von der AfD in Oberhavel. Ich bin auch stellvertretender Landesvorsitzender und Mitglied des Landtages seit 2014. Liebe Freunde, es braut sich etwas zusammen. So titelte neulich NTV in seiner Online-Ausgabe. Der Thüringer SPD-Innenminister mahnte, die rasant steigenden Preise drohten Menschen, vor allem im Osten der Republik, schwer zu treffen. Es gäbe Hinweise, dass Extremisten Proteste mobilisieren wollen und dabei solle für eine autoritäre Staatsform geworben werden. Es wird mit Ausschreitungen und Diffamierungen gerechnet. Soweit erstmal die Zusammenfassung dessen, was sich also offensichtlich das helle Deutschland, wie der Ex-Bundespräsident Gauck das mal so schön formulierte, wie sich also das helle Deutschland sich künftig unsere Demokratie vorstellt. Wer nicht für uns, ist gegen uns, ist dunkel Deutschland, sind alles Extremisten. Also wir hier, ihr. So einfach ist das. Schnauze halten, Deckel drauf und fertig. Aber jetzt gucke ich mich mal so um. Irgendwo Ausschreitungen kann ich nicht erkennen. Antifa sehe ich auch nicht. Wir sind friedlich. Das waren wir immer und das bleiben wir auch. Wer haben wir heute hier für eine autoritäre Staatsform? Nee, natürlich auch nicht. Aber Herr SPD-Innenminister, wie heißt es so schön, was ich selber denke und tue, traue ich jedem anderen zu. Bleiben noch die Diffamierung. Naja, liebe Freunde, Diffamierung haben wir zumindest nicht nötig. Denn alles, was ich hier heute zu sagen habe, ist bestens bekannt und mit Fakten unterlegt. Alles aus der Qualitätspresse. Denn die Wirklichkeit ist nämlich auch dermaßen erschreckend und sie ist auch schon überall im Mainstream angekommen. Insbesondere bei den Politikern der neuen Nationalen Front der BRD, den selbsternannten sogenannten demokratischen Altparteien. Sonst würde denen ja mit ihrem ständigen Umsturz und Wutwinterfantasien nicht so der Arsch auf Grundeis scheuern. Und sie, die einzige Oppositionspartei, unsere Alternative für Deutschland, ohne Unterlass, mit Extremismusvorwürfen diffamieren. Ja, diffamieren, hier passt der Begriff. Gestern wurde unsere Bundeszentrale der Partei ja von der Polizei und Staatsanwaltschaft durchsucht, wegen bis zu 7 Jahre alter Vorwürfe gegen einen ehemaligen Bundesvorsitzenden, der längst nicht mehr im Amt und in der Partei ist. Man könnte jetzt denken, es stehen wieder Wahlen an. Stimmt. Es sind ja Landtagswahlen in Niedersachsen und da muss schnell noch wieder mit ein bisschen Dreck auf die AfD geworfen werden. Aber liebe Freunde, ich schweife ab. Deswegen haben wir uns heute hier nicht versammelt. Denn wir demonstrieren hier heute gegen eine Politik, gegen eine Bundesregierung, aber auch gegen eine untätige Landesregierung, die Deutschland in die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg führt. Und das können wir nicht unwidersprochen lassen. Einige Journalisten sprechen von 5:12, wenn sie über die aktuelle Situation berichten. Nein, liebe Freunde, es ist mittlerweile weit nach Mitternacht. Und wenn ich an die befürchteten Blackouts denke, bewegen wir uns mitten in finstere Nacht. Fangen wir damit an, was uns aktuell am meisten beschäftigt, die Energiepolitik. Es ist müßig, darüber zu diskutieren, wann Deutschland nun genau den falschen Weg in Sachen Energieerzeugung eingeschlagen hat. Mit Sicherheit kann man aber sagen, dass es 2011 Merkel war, die den entscheidenden Wegweiser für Deutschlands desaströse Energiepolitik aufgestellt hat. Sie hat das Aus der Kernenergie in Deutschland durchgedrückt und mit dem nahezu gleichzeitigen Auslaufen der Kohleverstromung die fatale Abhängigkeit vom Erdgas besiegelt. Die AfD hat seit Jahren vor dem Irrsinn, die viertgrößte Industrienation auf sogenannte erneuerbare Energien umzustellen, gewarnt, wo jedes Öko-Kilowatt erzeugte Stromleistung durch konventionelle Kraftwerke gepuffert werden muss, weil der Ökostrom nicht ausreichend gespeichert werden kann und uns bei Dunkelflaute die Lichter ausgehen. Die bisherige Rechnung ging ja auch nur deshalb auf, weil neben Kernenergie und Kohle ein dritter Energieträger billig und nahezu unbegrenzt zur Verfügung stand, russisches Erdgas.
Nun könnte ich lange Geschichten erzählen von der engen Verbundenheit der deutschen Sozialdemokratie mit russischen Energieoligarchen, angefangen von Gas-Gerd Schröder, Schutzfreund von Putin, bis hin zu SPD-Landesfürsten, da sage ich mal nur Sellering, Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern, die sich noch bis Jahresanfang für Nord Stream 2 ins Zeug gelegt haben, mit abenteuerlichen Stiftungskonstruktionen, um amerikanischen, US-amerikanischen Sanktionen zu entgehen. Muss man sich mal vorstellen. Aber nun ist Krieg und der Russe ist böse. Und prompt will man von all dem nichts mehr wissen. Und auch deswegen stehen wir heute hier, um diese elende Heuchelei der deutschen Sozialdemokratie anzuprangern und mit ihr SPD-Bundeskanzler Scholz, der auch unter Merkel schon Vizekanzler war. Apropos Vizekanzler, das ist ja nun ein Grüner. Wirtschaftsminister Habeck, Philosoph und Kinderbuchautor, gefeiert von Politik und vor allem Medien für seine tolle Sachkompetenz in Wirtschaft und Energie. Die sogenannte Sachkompetenz, die uns jetzt wütend auf die Straßen treibt. Die sogenannte Sachkompetenz, die den Import russischer Steinkohle ab sofort verbietet, ohne dass geklärt ist, wie und wann und auf welchem Weg uns Ersatz von anderen Zulieferern erreichen wird. Die sogenannte Sachkompetenz, die ohne zwingende Gründe, aber auch nicht durch europäische Sanktionen begründet, den Import russischen Rohöls vorzeitig zum Jahresende beendet und damit die Kraftstoffversorgung ganz Ostdeutschlands akut gefährdet. Abgesehen von den Arbeitsplätzen in der Schweder Raffinerie und der wirtschaftlichen Stabilität der ganzen Region. Und der sogenannten Sachkompetenz, die jetzt mit absurden Abgaben und Umlagen auf Strom- und Gaskunden eine noch nicht absehbare Zahl von Menschen in wirtschaftliche Not und Privatinsolvenz treiben wird. Wirtschaftsverbände liefen Sturm gegen diese unsägliche Gasumlage, die den Standort Deutschland mit den höchsten Energiepreisen der Welt aufs Äußerste gefährden. Wenigstens hier scheint man ja nur einzulenken, aber erst nachdem ein Betrieb nach dem nächsten dicht macht. Heute wurde die Gasumlage gekippt und ich denke mal, das ist auch ein Erfolg von uns, die wir also wöchentlich auf den Straßen waren zu Tausenden und gegen diese Politik demonstriert haben. Daran sieht man doch schon mal, es hat doch einen Sinn und Erfolg. Ungezählte Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Die Inflation wird immer weiter angeheizt. Die Inflation, die schon vor dem Ukraine-Krieg wegen der unsäglichen Corona-Maßnahmen und gestörter Lieferketten angeheizt wurde. Die Inflation, die wegen einer unverantwortlich langen Niedrigzinsphase zur europäischen Staatsschuldenfinanzierung ausgelöst wurde. All das wurde von uns, der Alternative für Deutschland, zu jeder Zeit immer wieder heftig kritisiert. Wir haben immer wieder Gegenvorschläge gebracht. Spielverderber hat man uns genannt. Populisten, Extremisten. Und nun? Es ist genauso eingetreten, wie wir es gesagt haben. Und deswegen fordere ich hier und jetzt nichts weniger als den Rücktritt dieses unsäglichen Wirtschaftsministers Habeck wegen erwiesener Inkompetenz und ideologischer Verblendung. Ein Wirtschaftsminister, der jetzt nur unter äußerstem Druck einer Laufzeitverlängerung der 2 von 3 der letzten verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland bis Ende April nächsten Jahres zugestimmt hat. Aber ich fordere den Weiterbetrieb aller 3 Atommeiler, um die Stromversorgung über den Winter hinweg dauerhaft zu stabilisieren und den Wiedereinstieg in die Kernenergie, um Deutschlands Abhängigkeiten von ausländischen Energieträgern so weit wie möglich zu reduzieren. Und es gibt noch 3 weitere Meiler, die man im Übrigen auch noch in Deutschland reaktivieren könnte auf die Schnelle. Man muss sich mal überlegen, Deutschland verfügt ja mal über 20 Atomkraftwerke. Und jetzt stehen wir noch bei 2, die auch noch abgeschaltet werden sollen. Und das, obwohl wir keine weiteren Energieträger hier im Lande mehr haben, die die Stromversorgung noch stabilisieren können. Diese Politik ist doch völlig irre. Fordere den sofortigen Stopp der Förderung der vogelschreddernden und landschaftszerstörenden Windparks und flächenverbrauchenden Solarfelder.
Stattdessen muss dringend die Nuklearforschung sowohl bei den Kernreaktoren der neuesten Generation als auch bei der Kernfusion unbedingt vorangetrieben werden. Ich fordere die umgehende Abschaffung der CO2-Steuer. Sie hängt wie ein... Die hängt nämlich wie ein Mühlstein um den Hals von Bürgern und Industrie. Bringt nichts und entzieht dem Wirtschaftskreislauf Geld, was lediglich bei der staatlichen Umverteilungsmaschinerie landet. Ich sage Schluss damit. Liebe Freunde, und an dieser Stelle würde ich jetzt eigentlich, wie in den vergangenen Monaten schon, die sofortige Inbetriebnahme von Nord Stream 2 fordern. Aber seit gestern ist klar, durch einen ungeheuerlichen Terroranschlag gegen die Souveränität und nationale Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wurden die Nord Stream 1 und 2 Gasleitungen in der Nähe der Insel Bornholm in internationalen Gewässern zerstört. Noch ist nicht klar, wer die Röhren gesprengt hat. Aber während die Medien schon wieder zusammenhanglos auf Putin verweisen, steht der Elefant mitten im Raum. Jeder ahnt es, aber keiner traut es sich zu sagen. Nun ist es... Er hat sich getraut. Nun ist es vielleicht ein Zufall, dass der Elefant ausgerechnet das Wappentier der amerikanischen Demokraten ist. Aber es ist sicher kein Zufall, dass es der demokratische US-Präsident Biden war, der schon 2 Wochen vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine verkündete, dass man Nord Stream 2 ohne Wenn und Aber zu einem Ende bringen wird. Liebe Freunde, mit der AfD in der Bundesregierung könnte sich jeder warm anziehen, der Deutschlands Souveränität solchermaßen mit Füßen tritt. Mit uns in Verantwortung dürft ihr niemals so umspringen. Aber wir werden von Parteien regiert, egal ob SPD oder CDU, ob diese gekauften Grünlinge oder die Umfaller FDP, die es sich in ihrem Vasallendasein äußerst gemütlich eingerichtet haben. Denen kommt die Zerstörung der Pipelines doch recht. Egal, welches Horrorszenario im kommenden Winter noch eintritt. In die Verlegenheit, mit den Russen zu verhandeln oder durch den Druck der Straße doch noch Gas über Nord Stream zu bekommen, kommt diese Regierung nicht mehr. Maschinen kaputt. Eine Win-Win-Situation für Amerikaner, Polen, Balten und sonstige Nord Stream-Gegner und für unsere Regierenden. Nur nicht für das deutsche Volk und die deutsche Wirtschaft. Und deswegen findet die Verantwortlichen für den kriegerischen Akt gegen die Bundesrepublik Deutschland. Bestraft sie hart und unnachgiebig. Und dann repariert die Röhren so schnell wie möglich. Und stoppt den Wirtschaftskrieg mit Russland, der vor allem Deutschland schadet. Nicht mehr, aber auch nicht weniger fordern wir hier auf dieser Kundgebung. Und diese Forderungen basieren auf Logik und gesundem Menschenverstand. So wie es in unzähligen Publikationen vieler Forscher unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung formuliert wurden. Und deswegen lassen wir uns hier auch nicht als Populisten oder Extremisten beschimpfen, wie es dieser unsägliche Thüringer Innenminister neulich abgesondert hat. Wobei, Innenminister. Dieses Framing von Demonstranten gegen die Regierungspolitik gleich Querdenker, Reichsbürger, Rechtsextremisten, AfD, hat er nicht dieser Thüringer erfunden? Sondern diese zur Innenministerin erkorene Antifa-Unterstützung namens Nancy Faeser. Diese Faeser zusammen mit dem Verfassungsschutzbückling Haldenwang bilden das Duo Infernale der deutschen Innen- und Verfassungspolitik, wo jede Kritik am Regierungshandeln ganz schnell zur verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates erklärt werden kann. Hatte man in der DDR auch mal, nannte sich das staatsfeindliche Hetze. So wie es den Regierenden gerade beliebt. Eine Innenministerin, die vorsorglich schon mal alle Demonstrationen für Herbst und Winter dem Phänomenbereich rechts zuordnet. Es sei denn, man klebt sich irgendwo auf Hauptverkehrsachsen fürs Klima fest. Da gibt es den Orden dafür.
Liebe Freunde, ich mach's kurz. Diese Frau Faeser betrachtet das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland offenbar als reines Durchsetzungsinstrument für ihre roten Kampfgruppen und nimmt die Spaltung der Gesellschaft achselzuckend in Kauf. Ich fordere hier und jetzt den Rücktritt der Bundesinnenministerin Nancy Faeser und die sofortige Entlassung dieses unwürdigen Regierungsschutzpräsidenten Haldenwang. Nur mit der Alternative für Deutschland wird es wieder eine Innenpolitik geben, die wachsam gegen alle Spielarten des Extremismus sein wird. Links wie rechts, gegen religiöse Fanatiker, gegen Korruption und organisierte Kriminalität. Wobei wir jetzt bei der Justiz wären. Auch hier ein reines institutionelles Versagen auf allen Ebenen. Wer gehofft hatte, dass wenigstens mit der FDP im Justizministerium etwas rechtsstaatliche Vernunft einkehren würde, wurde schneller enttäuscht, als der Justizminister Buschmann seinen Amtseid nuscheln konnte. Wo Buschmann in aller Öffentlichkeit ein Ende aller Corona-Maßnahmen noch Ende März versprach, verkündete er jüngst voller Stolz Hand in Hand mit Corona-Karl deren Verlängerung im neuen Infektionsschutzgesetz. Zum Bundesverfassungsgericht und zu seinem Haarbart sage ich mir heute mal nichts, sonst muss ich mir hier wieder anhören, ich würde hier irgendwas delegitimieren. Freunde, wie sieht's aus? Wollen wir auch den Rücktritt des Bundesjustizministers? Ja! Vielen Dank, Minister Buschmann, Sie haben es gehört, hoffentlich bis nach Berlin. Ist ja nicht so weit von hier. Genauso kurz wie beim Buschmann mache ich es beim Finanzminister, der Lindner. Der kämpft nun in der Ampel dieser Koalition der Wortbrecher beständig dafür, den Menschen Entlastungen zu verschaffen. Entlastungen für Belastungen, die sie ohne diese Regierung gar nicht hätten. Herr Lindner, Sie sagten zuletzt 2017, besser gar nicht regieren als schlecht regieren. Ich nehme Sie beim Wort, treten Sie selbst zurück, dann müssen wir das hier nicht fordern. Ja, Baerbock. Dieses menschgewordene Sprachwunder, Expertin für Panzerschlachten des 19. Jahrhunderts, die es tatsächlich geschafft hat, ihren Amtseid umzuwandeln in den Eid offensichtlich aufs ukrainische Volk, die den Ukrainern, also mach's kurz, ewige Treue geschworen hat, etwas, was ihr eigentlich dem deutschen Volk hätte schwören müssen, aber eine Frau, die es auch bis heute übrigens als Außenministerin nicht geschafft hat, ein Wort über die Sprengung von Nord Stream zu verlieren. Also der Kanzler nicht, der heute eine große Pressekonferenz gegeben hat, dachte übrigens, dass der noch Corona hat, und auch eine Baerbock nicht. Meine Damen und Herren, ich fordere hier nicht, dass die zurücktritt. Ich fordere auf, die zu entlassen, und zwar sofort. Bleibt als letzte Figur im heutigen Schießbudenkabinett noch unser allseits beliebter Gesundheitsminister, der Lauterbach. Was soll ich zu dem jetzt noch sagen? Zur Gesundheits- und Corona-Politik haben wir in den vergangenen zwei Jahren ja nun reichlich Kundgebung gefahren. Und ich stehe hier auf einem Platz in Oranienburg, wo Bürger jeglicher Couleur nun seit wirklich anderthalb Jahren oder noch länger, ich habe es gar nicht mehr mitgezählt, Woche für Woche hier stehen und Kundgebungen auch machen, gerade auch gegen diese unsägliche Corona-Politik. Danke übrigens dafür. Wir haben auf allen Ebenen, egal ob auf der Straße oder auch in den Parlamenten, diesen ganzen Corona-Irrsinn ausgeleuchtet und die Maßnahmen aufs Heftigste kritisiert. Aber das ficht diesen Fanatiker nicht an. Im Gegenteil, nun soll Deutschland neben der Musterdemokratie China im Herbst wieder die weltweit schärfsten Corona-Regeln exerzieren. Sind wir kurz davor vom 1. Oktober. Böse Zungen behaupten auch, das würde die staatliche Bekämpfung
des Wutwinters unterstützen. Wie auch immer, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Herr Hans-Georg Maaßen, äußerte sich über den Gesundheitsminister wie folgt. Wenn man sich die, also ich zitiere jetzt mal, ne, den Maaßen, wie von mir. Wenn man sich die öffentlichen Äußerungen Lauterbachs anhöre und anschaue, falle auf, dass der SPD-Politiker kaum in der Lage sei, einen Satz fehlerfrei zu Ende zu sprechen. Man müsse sich fragen, ob der Minister noch die nötigen geistigen Kräfte habe, um seinen Dienst als Minister auszuüben. Maaßen könne nicht beurteilen, ob dabei auch psychische Substanzen eine Rolle spielen. Es bestünden erhebliche Zweifel an der Amtsfähigkeit des Ministers. Er fordere daher Bundeskanzler Olaf Scholz auf, den Gesundheitsminister einer amtsärztlichen Untersuchung zuzuführen. Meine Damen und Herren, dieser Forderung schließe ich mich zum Wohle des Landes doch gerne an. Liebe Freunde, so eine Kundgebungsregel ist in der Regel ja ein Parforce-Ritt durch die angesetzte Thematik. Aber ihr alle hier habt ja schon sicher im Vorfeld über die politische Lage in Deutschland informiert und könnt die Sachen, die ich hier heute angerissen habe, zuordnen. Von daher kommt meine zusammenfassende Forderung jetzt sicher auch nicht überraschend. Herr Bundeskanzler Scholz, Sie und Ihre inkompetente, aber auch teils böswillig agierende Regierung, treten Sie zurück, öffnen den Weg zu Neuwahlen. Sie agieren zum Schaden des deutschen Volkes und das muss umgehend ein Ende haben. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Freunde. Ich bin mit meinem Vortrag fertig. Ich darf ankündigen, als nächstes den Landesvorsitzenden von Sachsen-Anhalt, AfD natürlich, den Bundestagsabgeordneten.